ist ein GTI. Baujahr 82, 1,6 das Ganze. Und bei dem Auto ist das Geile, ne, wenn ihr euch das noch anschaut, nichts ist elektrisch, keine Servo, gar nichts, gar nichts. Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Jetzt fahren wir damit, ein bisschen Spaß haben. Ich feiere dieses Auto unheimlich. Ich hoffe, ihr hört mich auch. Unterwegs mit einem Golf 1, natürlich kein normaler Golf 1, es ist ein GTI. Baujahr 82, 1,6 das Ganze. Und bei dem Auto ist das Geile, der wurde komplett neu gemacht. Und ihr seht schon, die Schrauben sind sogar neu. Alles ist neu an diesem Fahrzeug. Der wurde komplett überholt, general überholt oder restauriert, besser gesagt. Das Ding fährt auch richtig geil, ne? Mit dem ATS-Regen hier. Und dann haben wir noch, ja, schön Sportauspuff haben wir drunter. Ne? Er wollte natürlich einen Originalauspuff drunter haben, aber leider gab es keinen mehr. Man kriegt auch keine mehr. Und wenn, dann ist das so teuer, man kann das sich gar nicht leisten. So, ich bin heute den ganzen Tag damit schon unterwegs. Was ist das ganze Tag? Ich habe den jetzt mal genommen, eine Runde gedreht, ist von meinem Mentor das Auto. Hier, guck mal, Innenausstattung, nagelneu, alles wurde neu gemacht. Und das Ding lässt sich auch fahren, ne? Ist hammergeil. Genau, mit GTI-Lenkrad, ne? Wenn ihr euch das noch anschaut, nichts ist elektrisch, keine Servo, gar nichts, gar nichts. Sogar Kassettenspieler haben wir hier. Wir haben nichts hier, nichts. Das ist so geil hier. Durch das mal. Hammergeil. Auch noch mit dem berühmten Ölkitsch. Also Öltemperatur. Ich glaube, das ist Öltemperatur. Kann das sein? Ne, doch, das ist Öltemperatur. Das ist geil. Ja, mit Schiebedach. Schwarzen Himmel. Guck mal. Originaler Himmel. Ich weiß nicht, ob der erneuert wurde, aber guckt euch die Qualität an. Früher hat man da mal nachgedacht, ne? Hier mit den Streifen und so. Heutzutage gibt es das gar nicht mehr. Heute hängen die Autos rum, also die Dächer hängen rum. Ach, guck mal. Oh mein Gott. Ach, das ist noch eine Qualität, du. Davon schwärmt man. Viele kennen das hier gar nicht hier. Naja, oder guckt euch mal den Sicherheitsgurt an, wie geil ich das finde. Hier. Einfach hier hindrücken so. Ach, einfach nur nice. Guckt euch mal. Ist so geil und jetzt achtet mal, wie der anspringt. Das ist noch oldschool, oldschool. Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Geil. Einfach nur geil. Das hier kommt auch. Das ist geil. Licht macht man früher so, ne, hier. Aber geil, jetzt fahren wir damit. Jetzt fahren wir damit. Ein bisschen Spaß haben. Und einfach das Auto genießen. Und nicht vergessen, bitte anschneiden. Jetzt möchte ich mal die 1,6 115 PS spüren hier. Geil. Ja, das ist noch so oldschool. Ne? Dann merkt man noch alles hier, wenn man echt, ich sag euch, wenn man über einen 10 Cent Stück fährt, kann ich euch sagen, ob es Kopf oder Zahl war. So einen Bezug zur Straße hat man, das ist unglaublich. Unglaublich, das Auto. Der macht so, hast du nur ein Grinsen, wenn du sowas fährst. Ne? Einfach nur geil. Einfach nur geil.
Abfahrt auf der Landstraße und dann haben wir noch Kurven. Was will man mehr? Technik hat man gar nichts. Gar nichts, null. Aber das macht so einen Spaß, den zu fahren. Ehrlich, ihr könnt mir den neuesten Porsche hinstellen und dieses Auto hinstellen und ich würde dieses Auto nehmen. Zum Fahren. Geschenkt wäre was anderes. Aber zum Fahren würde ich den nehmen. Weil das ist unglaublich. Und die werden hier immer seltener und seltener, die Autos. Und dann noch in so einem hammergeilen Zustand. Ne? Also das Auto hat, glaube ich, vor 4 Jahren ein Wertgutachten gehabt. Oder 5 Jahren, ich weiß es nicht genau, kann auch sogar länger sein, hatte er ein Wertgutachten von 22.000 Euro und jetzt mittlerweile bestimmt schon 25, 30 bestimmt. Das Ding ist einfach nur geil, neuwertig das Ganze. Und das lässt sich fahren, das ist unglaublich. Unglaublich. Und keine Servo. Deswegen. Oh mein Gott, der macht so viel Terror, aber nichts geht nach vorne. Voll geil. Gar nicht zu ersetzen ist. Alles wackelt, alles. Krass. Kennt ihr das noch, wo der Lenkrad so wackelt und ihr fährt trotzdem geradeaus? Bei dem ist das so. Ich wackel gerade, die ganze Zeit, aber ich fahre geradeaus. Okay. Dieses Oldschool, dieses alte, einfach alles erleben im Auto, ne? Ihr fühlt alles, alles, ehrlich. Die Vibration, die Straße, Sound, das ist Motorgeräusch. Sogar, wenn ihr zu viel Gas gebt, riecht ihr sogar ein bisschen Benzin. Ne? Also der hat so einen HC-Wert hinten, der verbrennt bestimmt nicht alles. Aber ist unglaublich, ehrlich. Ich feiere dieses Auto unheimlich. Ich hoffe, ihr hört mich auch. Schiebe, das ist zu.
das Video. Echt, ist einfach ein spontanes Video, einfach mal so rausgehauen. Da habe ich gesagt, ich nehme mich einfach mit, weil ich hätte jetzt auch nur eine Runde gedreht und dann wieder zurückgekommen. Genau, was ich jetzt gemacht habe. Aber ich habe die Cam mitgenommen. So, bis zum nächsten Mal. Kfz-Fuzzi, bis dann. Haut rein.